enttäuscht. Ja. Aber was wir da gesehen haben, ich glaube, da können wir Nuke einfach komplett vergessen und fokussieren uns auf Mirage, ja, auf Inferno, weil das war eigentlich, das waren eigentlich die zwei Maps, die wir dann so erwartet haben. Genau, sehen wollten. Ja. Die zwei Maps, die wir sehen wollten, ja. Ja, jetzt Mirage, Karten neu gemischt. Die Sache ist halt, glaube ich, jetzt kommt es wirklich nur noch drauf an, wer irgendwie noch Puste hat. Also wer noch mental die Stärke hat, jetzt nochmal fokussiert zu spielen, weil vielleicht wisst ihr manchmal, wie es euch geht, nach einer anstrengenden irgendwie Matchmaking-Session oder irgendwas, ja, wo du so ein bisschen was reinspielst, die Leute, die spielen um ihr Leben gefühlt auf Inferno eben. Mhm. 60 Runden und vom Overtime ist immer nochmal deutlich intensiver zu spielen als irgendwie so mitten im Spiel, weil da spielst du, steht irgendwie, keine Ahnung, L5, ja, wir haben noch ein paar Runden, nicht so Fokus, aber Overtime ist wirklich, jede Runde zählt. Und dann halt noch mit 10.000. Genau, also da muss halt echt mal jede Runde alles geben. Und nach den 60 Runden halt echt, glaube ich, dann wird es jetzt, keine Ahnung, also wer noch mental besser drauf ist, stärker ist, der wird das Spiel entscheiden. Ja, es ist jetzt ein Konzentrationsding, was wir wahrscheinlich sehen werden und sollte auch gleich losgehen. Ich bin so gespannt, wer jetzt wirklich nochmal alles abrufen kann. Hypt euch! Hypt euch einfach! Genießt nochmal die Map, auch wenn es nur das Spiel um Platz 3 ist. Ich glaube, wir wurden bisher nicht enttäuscht. Und von daher, es geht los! Team Liquid gegen den FaZe Clan! Team Liquid startet auf der CT-Seite, der FaZe Clan auf der T-Seite. Und die Bombe baut erstmal vor der Rampe auf und es wird offensiv Richtung... Nee, man entscheidet sich unten drum zu gehen. Also... Das wird... Oh mein Gott, wie schnell gehen die denn vor? Nico wird unter Druck gesetzt. Oh, das könnte gut sein. Nico rausgenommen. Aber sie verlieren einen Mann. Müssen jetzt trotzdem aufpassen. Der Spieler oben im Haus kann sehr gefährlich werden. Twist. Wichtiger Frag auch nochmal von ihm. Jetzt Munition leer. So, komm, holt irgendwie noch einen dritten um Twist. Der könnte es 4K holen. Twist. Und er macht's. Also der ist einfach so pistolstark. Ist ja unglaublich. Schon auf Nuke ist das, glaube ich, 4K Ace sogar gewesen. Und jetzt so eine starke Pistol von ihm. War da im Bedrängnis. Olaf Meister duckt sich da eklig weg, aber kein Ding für ihn. Er klickt sie alle einzeln weg. Noch eine sehr interessante Runde von Team Liquid. Sind zu zweit hausoffensiv gepusht. Also ich glaube, das ist schon ein Plan, was hier FaZe Clan spielen möchte. Ja, der FaZe Clan gibt die Runde ab. Und wir haben Liquid somit erstmal im Vorteil. So, da wird auch gut rein investiert, bis auf Guardian. Der spart direkt auf die AWP und da kommt von Nico auch Frag Nummer 1. An der Rampe hat man diesmal keinen abgestellt bei FaZe, eher Richtung Mitte und Richtung Underpass. Nitro passt auch gut auf, wird aber direkt gefragt. Hat man jetzt noch den Spieler oben auf dem Schirm? Nö, da fällt Nev einfach in den Rücken rein. Schaut nochmal nach. Will natürlich auch die Farmers haben, dass der Gegner die nicht in die Hände bekommt. Bleibt aber erstmal auf der UMP. Ja, und für den FaZe Clan gehst du nochmal über die Mitte. 8, 10 und 44 HP. Das ist das, mit dem man arbeiten muss. Oh, und der muss aber ein bisschen auch aufpassen. Wurde jetzt gesehen. Und er geht das Duell vielleicht nochmal ein. Na, bleibt geduldig. Steel aber schon underground gepusht. Und den könnte Rain nicht erwarten. Aber Rain geht er kurz vor. Und dürft ihr gleich Nev sehen. Ein Deagle Shot als Warnung abgegeben. Oh, Nev piekt er echt nochmal. Ziemlich frech gegen Rain. Könnte aber eine gute Lücke sein. Macht zwischenzeitlich aber schon B-dicht. Also der Spieler, der in der Mitte war, Nev, zieht rüber Richtung Kitchen. Und sie haben halt schon Steel im Rücken stehen. Oh, das ist gut. Steel wird sich jetzt gleich einfach umdrehen. Und versuchen, so viel Schaden wie möglich zu machen. Schaut sogar nochmal nach rechts. Nev wird jetzt ein bisschen was zu tun haben. Findet Nummer 1. Sieg Nummer 2. Und es ist nur noch Rain. Und der wird von Steel geholt. Einfach Runde für Liquid am Ende. Da sind zu viel HP vom Spieler oder von den Spielern abgezogen worden. Und von daher gibt es da nichts zu holen. Ja, ihr könnt nochmal lesen, was da unten steht. Ja, besucht den YouTube-Kanal auf Russisch. Ja. Nice. Oh, das war... Die letzte Map hat echt viel Energie gekostet. Ich hoffe, die Teams haben nicht ihre ganze Energie verbraucht. Schöne Nate auf jeden Fall, da wird ja jeder angetaggt. Aber sie haben alle keine Kevlar, jetzt geht's Richtung Mitte, einfach nur der Clash. Und Elish macht zusammen mit Nev das Full House. 3 an Elish, 2 an Nev, Runde vorbei. Und für den FaZe Clan kurz und schmerzlos in der Mitte gestanden. Duelle verloren. Und es geht in die erste Waffenrunde. Und das mit gutem Equipment. Guardian hat auch einen Helm. Nice to have.
gegen die beiden gegen die beiden SMGs, die man noch dabei hat, und natürlich gegen die Rifles. Ja, also auf als der CT-Seite von Must Have, ja, den Helm zu kaufen. Als CT meistens optional, denn die AK ist dann auch mit einem Headshot tödlich. So, Guardian auf der Suche nach einem Frag, bekommt hier die HE ab und hat ein bisschen Schaden bekommen. So, Rain wollte kurz Olaf Meister reinflashen, aber jetzt doch nicht die Flash und man piekt zusammen leise rum. Man will hier unbemerkt Connector kommen und aktuell Team Liquid, keiner aimt's ab. Kein Fuchs auf dem Connector. Jetzt die Molly angezogen, jetzt kommt sie mal hoch und da stirbt er. Schlechtes Timing von Twist. Steel noch unter Holz, ist der aber nicht bekannt, aber Kerrigan sieht und macht den Headshot. Jetzt noch von F. Zieht sich zurück mit der UMP, Reigns, der ist gepusht, holt ihr Leash. Und dann kurz da steht Nitro mit der AWP, hat noch ein paar Mal gesehen und holt den Frag. Ja, da können sie fast schon safen gehen. Neff wird jetzt auch rausgenommen. Das heißt für Nitro, alles durchbringen, was geht. Ey, das sind super viele Equipment noch. Er schaut halt nochmal nach, versucht zumindest noch ein bisschen Schaden zu machen. Ja. Aber in dem Fall ist der Olofmeister einfach schon durch gewesen. Und ich frage mich, ob der Call von Kerrigan kam, dass sie nicht flashen sollen. Weil Rain hat die Flash angezogen, mhm, im Connector. Und dann eben der Call vielleicht geht leise vor. Weil wenn du flashst, dann hören sie die Flash und werden Focus Connector haben. Mhm. Aber so, sie pushen beide die Smoke durch. A, Action noch wird ein bisschen abgelenkt, dass sie eher Focus A haben. Und Olofmeister kann den Twister wischen, der gerade die Nate in der Hand hatte. Richtig sneaky das Ganze, ja, da ausgespielt. 1-3. Der FaZe-Clan holt Waffenrunde Nummer 1 für Team Liquid. Heißt es kein AWP. Man setzt komplett auf Rifles und wieder auf den Push im Haus und da wird Nico direkt rausgenommen. Das könnte vielleicht so ein kleines Erfolgsrezept sein bei Team Liquid, weil Nico halt ein Spieler ist, ja, der sehr oft da oben im Haus steht, wenn nicht sogar fast jede Runde, um da sich direkt einen Vorteil zu erarbeiten. Auch hier der Frag nochmal Richtung Kurz passt, das Steel zieht da gut mit rum und damit haben sie den Spot dicht. Die Flash. Stillstand bei FaZe und der Block bei Liquid scheint zu funktionieren. Der Guardian kann immer noch Elise hier rauspicken. Es wäre nicht schlecht, wenn zumindest FaZe noch Schaden macht. Aber Steel, der gönnt sich noch Olaf Meister. Jetzt Guardian mit der AWP. Er wird von hinten gepusht. Es war gerade so schön gemacht von Steel. Denn er weiß, der Mate kommt von hinten und Steel zeigt nur kurz sein Bein. Kurz einen Rock hochgehoben, Bein gezeigt. Mit Guardian im Fokus hat zu ihm. Und dann kann er von hinten zuschlagen. 4-1. Team Liquid mit einem guten Start. Aber wir sind schon vorhin auf Inferno. Auch da hat Team Liquid 12-3 gewonnen auf der CD-Seite. Und dann ging das ganze Spektakel los. So, FaZe, eben nochmal eine kleine Echo. Haben danach genug Geld zum Kaufen. Ziel wäre es einfach jetzt Bombe zu legen, Geld zu machen. Und vielleicht noch ein paar Waffen zu ziehen. Und die Economy bei Team Liquid möglichst weit unten zu halten. Und sie bauen auch erstmal Richtung... eher Richtung Mitte, aber man hat jetzt so sogar fast verteilt. Man hat ja einen Action stehen, einen im Haus stehen, Rain definitiv im Underground und zwei Mitte oben. Na, reagiert jetzt darauf, dass der FaZe-Clan hier theoretisch auch forcen könnte. Sie haben ja ein bisschen was reingekauft. So, und Liquid fokussiert sich komplett auf den A-Spot. Die haben Steel sehr weit nach vorne gebracht, Richtung Haus. Ist natürlich auch ein Risikomove, ihn da so weit zu positionieren. Richtung Apps. Wenn er da rausgenommen wird, ist das halt eine verlorene Waffe. Aber der FaZe-Clan versucht es nochmal über die Mitte. So wird es erstmal auch für den FaZe-Clan nicht wirklich viel zu holen geben, weil man steht halt super, super defensiv. Und ja, das macht man hier ein, verliert man. Elish passt oben wieder Richtung Haus auf. Seine Position. Und er holt sich das 4K. Ne, 3K, sorry. Wieder das Full House mit Nitro. Was hat Robs geschrieben? We left the hotel when the match was 12-0. Weil James Bardolf fragt halt, how many hours ago did you guys get to the venue? Weil klar, halt Mausbot schaut zu, sieht, okay, Map ist gleich vorbei, Spiel ist gleich vorbei, 2-0, wir gehen schon mal los. Also 12-0 Stand für Liquid. Ja. Auf Inferno sind sie los, weil für sie war klar, ja, das Game wird jetzt durch sein. Und wahrscheinlich jetzt sind sie da am Chillen im Gebäude schon seit gefühlt 20, ja, seit wahrscheinlich wirklich 3 Stunden. Keine Ahnung, wie lange es jetzt ging, oder 2 Stunden. Ja. Ja, Liquid 5-1, es fängt wieder gut an und hier beginnt man auch direkt wieder mit einem super Opener. Karen kann aber den Refrag holen, Olofmeister wartet vor B. Oh mein Gott, Steel fast auf dem Köpfchen gewesen. So, und die Leash wieder ganz, ganz frech, er setzt zum Spray an. Oh, da geht wieder die Munition aus. Karen! Oh, was? Er springt ihm auf der Leiter nochmal entgegen. Was ein Chaos, aber Steel hält den Spot frei. Und die Nate
kommt nicht an. Kerrigan ist aber kurz bekannt. Sucht doch mal das Duell gegen den Onside-Spieler. Bomb ist aber auf B getroffen. Das heißt, er muss noch mal eine Lücke finden. Sich irgendwo die 2 gegen 1 oder vielleicht sogar die 1 gegen 1 Situation suchen. Und das war auch sein Plan. Jetzt willst du auch keiner mehr zeigen Richtung Window und Spot. Und damit liegt es jetzt an Steel, erstmal den Spot auch freizuhalten. Klappt hier aber nicht. Damit liegt es jetzt an Kerrigan. Nutzt sich nochmal das L weg, um nur einen Punkt abaimen zu müssen. Oh, schöner Frag von Kerrigan. Und das war der mit vielen HPs. Ja. Und es ist nur noch Twist. 15 HP. Das heißt, er fällt mit einem Schuss um. Kerrigan hat aber keine Ahnung, wo er kommt. Und Twist hat auch keine Ahnung, wo Kerrigan ist. Oh, aber der Read vom Twist. Er ahnt, dass Kerrigan jetzt wahrscheinlich aus Sorge, dass er geflankt wird, einfach B-Haus durch, also hier B-Kitchen durchpusht. Oh nee, Twist will sogar nochmal zu A gucken. Oh, vielleicht die Lücke für Kerrigan. Aber wird Twist nach... Nein, er läuft in die Arme! Und Twist, oh mein Gott, hören. Twist wird das hören. Ja. Twist wird das hören. Und Kerrigan hat keine Zeit mehr. Und dann, oh, was ein... Oh! Zucker! Ja, da wurde Kerrigan mal ordentlich vernascht. Also da hat Kerrigan den komplett falschen Read gleich so schön gespielt bis zum Schluss. Du hast von angemerkt, der Molotov Richtung L. Damit muss er nur noch Fokus Richtung Kitchen haben. Schöner Klick danach. Und klar, Kerrigan hat halt Angst, wenn er jetzt die Bombe legen muss, kann er von Kitchen kommen, er kann von Kurz kommen, er kann von B-Haus kommen, er hat gar keine Info. Und dann denkt sich Kerrigan, ich push einfach Chicken, sage ich schon, Kitchen durch und kann so schon mal ausschließen, dass nicht Kitchen kommt und kann auf A-Bombe legen gehen, aber Twist einen Step ahead. Ja, eigentlich schön gespielt von Kerrigan. Am Ende ist es halt diese eine Aktion, die nicht funktioniert. Schade. Sehr, sehr schade. Und Nitro in der Mitte mit Frag Nummer 1. Zweite Smoke an der Rampe nach. Faceclan mit Deagles ausgestattet. Kerrigan fliegt rein. Kerrigan wird von Twist geholt. So, was ist jetzt der Plan? Wie weit kommt Nico raus mit der Deagle? Macht den Anschuss. Elish passt aber gut auf. Das ist gerade der Endgegner von Nico. Elish findet ihn jedes Mal da oben im Haus. Ja. Da hat er gar nichts zu melden. Ja, scheint so aus, als wird halt Face die Puste ausgehen. Ausgegangen, dass es gibt ist. Noch eine CT-Seite, ne? Ja, von Face, das stimmt. Aber wir müssen erstmal ein bisschen reinflamen, mit Face nochmal sauer wird und dann nochmal Gas gibt. Ja. Und nochmal die 4-Hour-Time spielt. Nochmal jinxen. Ja. Du hast vollkommen recht. Also Nico muss halt mal aufhören, sich da jedes Mal holen zu lassen von Elish. Ja, das ist gerade sein Endgegner, ne? Elish. Ja, ja, egal wie Nico defensiv steht, wo er, an welchem Engel er steht. Elish, kann jetzt mal den Track machen. Nitrates aimt durch Smoke ab, falls er sie durchpushen sollten. Nev auch eine kleine Gap genutzt. Kann er gut Schaden gegen Guardian machen, der ihm die AWP hat und hier verzweifelt auf der Suche nach Nitro ist. So, 7-1. Brazil ist real. Und wir sehen hier Team Liquid, die suchen ihre Möglichkeit, weiter in die Mitte gegenzuhalten. Rain aber mit 9 HP überlegt. Guardian direkt mit dem nächsten hinterher. Viel Schaden wurde gegen Rain verteilt. Aber dann reicht das nicht und Twist steht allein Richtung Seite. Jetzt kann Nico eingreifen. Das ist genau sein Ding. Jetzt ist er da. Aber Twist eigentlich mit einem guten Riecher. Guardian aber einfach da einen Ticken schneller und Team Liquid kann nur noch die Waffen safen. Damit können sie nächste Runde auch nochmal nachkaufen und das Team auch komplett ausstatten. Das passt soweit. Und vor allem auch bei Face wichtig, dass sie hier mit möglichst vielen Spielern überleben, denn auch das Geld ist bei ihnen nicht allzu gut. Und das Ding ist halt, wenn sie jetzt die Runde gewinnen, aber ein paar Wachen verlieren und danach nochmal kaufen möchten, wird's halt schwer, weil der Loser-Bonus wäre jetzt weg. Das heißt, für Face ist jetzt einfach wichtig, nochmal Flawless 100 zu spielen und irgendwie versuchen, ein kleines Geldpolster aufzubauen. Ja, halt dieser Geldbruch bei Liquid steht halt kurz davor. Ja. Und Team Liquid muss jetzt halt gegenhalten. Die müssen die nächste Runde gewinnen, um den Faceclan keine Möglichkeit zu geben, ins Spiel reinzukommen. Weil das ist meistens so der Stein, der es ins Rollen bringt dann bei Faceclan. Sobald der Gegner halt kein Geldmittel mehr zur Verfügung hat, baut sich Faceclan immer so ein Momentum auf der T-Seite. Und dann läuft's einfach. Dann kommen sie ins Rollen, dann sitzt alles und dann passiert genau das gleiche wie auf Inferno auf der CT-Seite. Dass sie einfach wie eine Walze über Mirage drüber fahren. Ja.
So, Face, diesmal bauen sie sogar mit drei Leuten mit auf, haben hier wieder eine alleine abgestellt. Ich vermute mal Nico, der sich mittlerweile schon hier in die Action verkochen hat. Aber Nev sucht das Duell und findet's. Findet hier Kerrigan in der Mitte oben und kommt sogar mit halber P nochmal weg. Also eigentlich nicht gut von Face. Sie waren zu dritt in der Mitte, Rain war auch noch mit da und kann den Trade Kill nicht setzen. Der musste eigentlich sitzen beim Face. Dann Olaf Meister in der Zwischenzeit versucht auch Richtung B irgendwo was zu hören. Nico zieht sich langsam zurück an der Action, oder bleibt er noch stehen. Und jetzt geht Nico vor. Was hat Face hier... Was ist der Plan von Face? Oh, Nico. Der war aber nochmal ganz knapp. Mal ganz kurz die Hände gewärmt. Oh, und der Push in die Action. Oh, das jetzt wird gut sein. Kann den Twist holen. Und das Timing passt perfekt. Nico will nach hinten schauen. Da hat er Angst vor einem Push von Elise. Schaut nach hinten. Und selbst wenn Elise nicht da ist, um ihn zu killen. Allein der Geist, der Gedanke von Elise, tötet ihn schon. Ja, der Geist der fröhlichen Elise. So, und jetzt geht's Richtung B drauf. Bombe kommt über kurz durch. Zangen können hier auch nicht mehr helfen. Da wird nur noch ausgetanzt. Ah, sie machen's nochmal auf. Olaf Meister mit 10 HP. Bombe ist aber getroppt. Da hat Nitro halt diesen entscheidenden Track geholt. Ja. Richtung kurz. Ist Twist auch schon da. Und sie warten eigentlich nur noch drauf, dass Olaf Meister die Bombe legt. Es sind noch 17 Sekunden. Die wissen, der Plant muss kommen. So, und jetzt geht man nach vorne. Kurz ist schon da. Olaf Meister eingekesselt und jetzt ist er auch bekannt. Der weiß ganz genau, oh mein Gott, was ein Laufweg nochmal von ihm. Er hört beide steppen und versucht sie nochmal zu umlaufen, aber ohne Erfolg. Ja, Twist war gut aufgepasst und ist stehen geblieben. So. Das Ding ist, Face dürfte noch genug Geld haben, denn vorhin, wie ich es schon gesagt habe, hatten die Flawless Round, Bombe noch gelegt. Da sehen wir es hier, über 5000, die meisten Spieler außer Guardian. Der könnte eine MP gelegt bekommen von Kerrigan und können dafür eine AK legen. Mhm. Aber die Frage ist ja, was der Faceclan machen will. Bisher haben sie versucht, immer mit ihr anzuspielen. Also Nico, ich glaube, nicht einmal erfolgreich gewesen auf dem A im Lurk. Also selbst wenn die Gegner ihm reinlaufen, irgendwie das Timing passt nicht oder das Aiming sitzt nicht. Und da müssen sie einfach umstellen. Die Frage ist halt, wollen sie vielleicht auch mal Nico Wonders hinstellen und sagen, hey Nico, bei dir läuft es einfach aktuell nicht in der Action. Vielleicht wissen die, wie du spielst, geh mal woanders hin. Oder ob sie sagen, Nico, komm, hier, nimm mal noch Guardian mit oder Olaf Meister und zu zweit müsst ihr das Ding jetzt endlich mal holen. Ja. Oder halt mal schnell spielen wir auch eine Möglichkeit, weil bisher war es halt schon ziemlich statisch und, ja, langsam. Ja, Nico braucht halt seinen Freiraum, den er da aufreißen kann. Und das kann Team Liquid bisher ganz gut disablen. Er geht wieder Richtung Haus, diesmal aber die Unterstützung dabei. Faceland baut sich erstmal für einen Standard-Execute auf. So, oh, die Flash kam gut reingeflogen. Damit kann Garrickin weiter erstmal gegenhalten. So, jetzt geht's auf Contact raus an der Rampe. Die Smokes oder beziehungsweise die Nades kommen sehr spät reingeflogen. Selbst der Spieler an der Box lebt noch und das ist Twist. So, Elish wird da sein. Elish wird das Backup geben, aber Steel hilft erstmal aus. Elish ist der Zweite, der aushilft. Guardian an der Rifle, kann die Spray-Control nicht unter Kontrolle bekommen, aber sein Mate ist da. Kerrigan hilft aus, 2 gegen 2 Situation. Nate kommt reingeflogen und Nitro macht den Frag. Damit ist es nur noch Kerrigan, der eben noch in der Mitte den Push von Liquid aufgehalten hat, muss jetzt hier versuchen, die Runde zu klatschen. Und er weiß, da wird was im Connector auf ihn warten. Und er weiß, der andere steht im C-Train. Nitro wechselt nochmal die Position. Kerrigan hat so Angst reinzugehen, auch verständlich, weil hier APP da wartet. Und dann ist Nitro halt mit dem perfekten Timing schon rübergezogen. Ja, da hat Kerrigan sehr schwache Chancen, die Runde noch zu holen. Besonders wenn Nitro da halt im CT vermutet wird. Das war der Call von Kerrigan, dass er gesagt hat, Leute, die pushen Mitte zu dritt hoch, geht jetzt schnell A drauf, weil A kann eigentlich fast nur einer stehen. Und deshalb der Move von Olaf Meister vielleicht da ein bisschen zu voreilig. Hätte auf die Mates warten sollen, dann mit den Mates zusammen eben rauspushen und nicht einzeln nochmal die Smoke gehen. Weil wenn die Mates mitpushen, können sie Twist holen, der Refrag ist da und dann ist die Runde nochmal machbar. Und so war es dann zum Schluss ja einfach wieder etwas zu einzeln gespielt. Elish pusht in die Mitte hoch, will die Frag sammeln. Da steht Nico noch. Da läuft Nico. Endlich mal geht er mit. Sagt, ich weiß was, A, ich hab da keine Chance. Elish holt mich immer auf dem A. Ich gehe jetzt mit dir einfach und schimmel die Mitte weg. Und was kommt dann? Elish, der sucht einfach Nico auf der ganzen Map. Egal, wo Nico ist. Elish findet ihn, pusht die Mitte hoch, bekommt noch den Flash rein. Und Nico kann ihm einfach nicht entkommen. 13 Stats für ihn. Endgegner. Ja. Einfach nur Endgegner. Egal, wo Nico hingeht, egal, was er versucht.
Er kriegt gerade. Ich glaube, jetzt so ein Pfeilsender. Ein Pfeilsender irgendwie in die Schuhe geschoben und jetzt weiß er genau, wo Nico steht und da wird hingelegt. Drei Frags halt von Nico. Aber ey, was willst du da machen, wenn du halt so an jeder Position, wo du hingehst, einfach nur auseinandergenommen wirst und dann gehst du Mitte. Oh, schöner Frag erstmal von Nitro da mit der Nate. Also, machen sie gut zu zweit. So, Nico hat jetzt endlich mal ein Duell gewonnen. Zweites Duell kommt von Kerrigan hinterher, aber Nitro ist schon wieder an der WP. Neff schon als Backup da. Nitro muss aber nur weiter reinhalten. Das heißt, Neff hat sich zwar verraten, aber im Endeffekt musste er nicht viel machen. Und Neff nutzt auch die Gunst der Stunde und denkt sich, okay, der Spot ist erstmal sicher. Der Faceclan wird hier nicht einfach draufgehen im 3 gegen 2. Ich nehme erstmal gemütlich den Raum nach hinten ein, dass bloß keiner von Faceclan nochmal auf B rotiert. Und jetzt braucht Neff es eigentlich nicht bei einer Minute 7 zu übertreiben. Ja, aber scheint aber so aus, als wäre ihm das egal. Neff, der Übertreiber. Und er könnte ein gutes Timing haben. So, er hat ein gutes Timing. Nico im Haus. Ah, da kann Kerrigan nicht mehr viel machen mit Loa P. Jo, und dann ist es Nitro, der das Duell gewinnt. Tja, 11-2. Ja, ich vermute mal, Face wird sich gesagt haben und gedacht haben, guck mal, wir haben Inferno, haben wir 12-3 gespielt. Und danach war es voll easy going für uns. Lass diesmal ein bisschen härter machen, noch ein bisschen spannender machen als zuvor. Wir machen ein 13-2 und holen dann die Overtime. Diesmal die sechsfache Overtime. Alles geplant von langer Hand. Guardian beißt schon halb den Finger ab. Ja. Taktische Pause. Ey, es ist echt. Weiß nicht, keine Ahnung. Also würden wir wieder ein komplett anderes Faceclan sehen. Aber man muss auch sagen, dass Team Liquid wieder auf der CT-Seite einfach solides Counter-Strike spielt. Ja. Also wie gesagt, schon mit dem Argument oder mit dem Gedanken, dass halt Nico halt überhaupt nicht in die Partie reinkommt, weil der Liquid ganz genau weiß, wie sie den Jungen unter Kontrolle bekommen, das spricht eigentlich schon für sich. Das ist das 11-2. Der Faceclan hofft hier nochmal irgendwie die letzten beiden Runden zu holen. Es gibt jetzt nochmal einen guten Force-Buy. Man legt ein bisschen Geld zurück. Aber Liquid ist sich seiner Sache sehr, sehr sicher. Erstmal Mitte ausschließen. Einer geht direkt Richtung Kurz. Man teilt sich vollständig neu auf. 2 vor B. Ist das jetzt der Fake? 2 auf B und 3 auf A. Bombe legen zumindest nochmal. Nitro hält das Ganze aber schon ab. Und Twist hat da so eine gute Position. Elite auch schon durchgepusht. Ey, so eine Chance lässt sich Liquid ja gar nicht entgehen. Ja, wenn sich da nichts zeigt, denken die sich, okay, dann gehen wir halt ausschließen. Und das war's. Sie kriegen nochmal eine Bombe, das sekundäre Ziel erfüllt. Also was hältst du allgemein von diesem, dass man das Beste, also das Spiel um Platz 3 nochmal ausspielt, weil es ja lange Zeit eigentlich abgeschafft wurde, mit dem Argument eben, naja, beide Teams irgendwie haben nicht wirklich so viel Bock, weil sie ein bisschen sauer sind, dass sie nicht im Finale sind und dann ist meistens eher so ein Müllmatch, was halt hingespielt wird von beiden Teams und alle YOLO spielen. Ja, keine Ahnung, im Fußball gibt's das ja auch. Und die rufen trotzdem ihre Leistung ab. Ja, aber irgendwie hat, finde ich, im Fußball so ein dritter Platz mehr Prestige als irgendwie, ich finde, hier juckt halt keinen. Ja. Also absolut gar nicht. So, ja, Face ist Dritter geworden. Ja, wer ist Erster geworden, ist halt die Frage. Ja. Boah, jetzt gibt's einen schönen Mitte-Push und Rain können wir nur einholen. Ich weiß nicht, ich sehe das halt teils. Das ist ganz gut für die Zuschauer, weil sie halt nochmal ein bisschen Playtime haben und nicht nur fürs Finale hingehen. In einem BO5 wäre das was anderes am Ende. Da würde ich sagen, okay, da reicht das BO5, aber hier BO3. So, für den Zuschauer ist es halt auch ganz nett. So, Olaf Meister nochmal mit der Antwort. Und das wäre das 12-3, wenn Neff hier nicht komplett mit der AWP ausrastet. Aber klar, das ist halt so ein Ding. Beide Teams vielleicht nicht mehr wirklich motiviert. Müde, selbst das Spiel zu entscheiden auf beiden Seiten. Können sich so konzentrieren, denken sich, okay, 15.000 ist jetzt auch nicht so das Ding, was so entscheidend ist. Ne? Und von daher, ich weiß nicht, ob man das dann einigermaßen noch ernst nimmt. Ja, es gibt wohl auch bei den Spielern verschiedene Ansichten. Also Tarek hat getwittert, dass er findet es eine gute Idee. Zum einen, dass man ein bisschen eine Chance hat, ein bisschen mehr Preisgeld zu bekommen. Ja. Und auch einen besseren das Wort nicht eins Deutsche, einen besseren Sekunde.
Was denn? Ich glaube, es gibt eine bessere Replatzierung, wenn die Spiele nochmal neu gemischt werden. Weißt du, für die Zukunft einfach, dass sie sagen, okay, dritter Platz bekommt halt mehr Punkte als der vierte Platz. Ja, das genau. Stimmt, ja. Beim, wenn man dann nochmal einen Turnierbaum aufsetzen will. Dass das ein guter Punkt ist. Und dann hat eben auch nochmal JW getwittert, dass er halt auch so ein bisschen das Problem hat, dass auch wenn beide Teams Bock haben, irgendwie, es fühlt sich nicht so an, als wären alle mit, wirklich so mit Herz mit dabei, weil sie ja. Alle denken so, ja, irgendwie, wir wären eigentlich gerne im Finale gewesen. Mhm. Klar, ist besser als nichts, aber ja, irgendwas fehlt, also dieser Nervenkitzel, alles zu geben. Ja. Wirklich keinen Fehler sich zu erlauben. Mhm. Eure Meinung ist natürlich auch gefragt. Ihr könnt das gerne mal an Excuser TV und Jitko auf Twitter reinschicken, was ihr darüber denkt. Ist das eine gute Idee? Gut für die Zuschauer? Was sagt ihr als Spieler dazu? Würdet ihr das bevorzugen, wenn es ein Spiel um Platz 3 gibt? Wie findet ihr das als Zuschauer? Findet ihr das geil? Findet ihr das unnötig? Könnt ihr gerne auf Twitter natürlich mit uns kommunizieren. Aber erstmal gibt's für Liquid einen dicken Fake Richtung A. Das war echt ein dicker Fake. Jetzt geht's aber kurz durch. Connector abgesmoked, da steht Rain komplett, nee, Olofmeister komplett abgekoppelt von seinem Team und nur noch Kerrigan da. Aber die Rotation ist super flott drüber. Guardian findet da sogar schon direkt eine Antwort. Kerrigan jetzt rausgenommen beim Twist. Einfach ein Monster an der Pistole, das gibt's doch nicht. Und dann wird davon kurz rausgenommen, aber die Bombe ist gelegt und Nitro legt auch nochmal einen nach. 1-gegen-1 Situation und F hat schon gezeigt, aus welchem Holz er hier geschnitzt ist. Hüpft einmal rüber, einmal rechts, einmal links, was macht er denn da? Rain muss in den Reload gehen, er kann auch mit dem USP umdrücken, geht in den Sprung und er muss auf den Frag gehen und Neff wartet einfach nur in der Ecke. Rain wird sozusagen nach vorne geforst und Neff macht es! Der wird seinem Namen gerecht und hüpft hier und fliegt hier von links nach rechts und spielt da mit den Nerven von Rain. Aber schon wieder so eine kranke Twist-Pistol-Aktion. Ja. Holy! Aber auf Nitro. Nitro hüpft aus dem Fenster raus und gibt erstmal Nico ein dickes Ding ins Gesicht. Neff ist einfach so ein frecher Fuchs. Der ist wirklich, glaube ich, 3-4 Mal zwischen Truck und B-Haus gehüpft. Einfach nur, weil er es kann. So, 13-3. Ja, das ist natürlich kein schöner Start für den FaZe Clan. Da kann man jetzt natürlich einfach das Spiel auch sehr, sehr schnell mit zumachen. So, Rain, der braucht ewig, um die Granate rauszuziehen. Der ist tot. Der ist tot in der Ecke. Wann geht man mit Prefire rum? Steel setzt schon an. CD wird freigehalten. Steel wartet auf seine Möglichkeit. Der weiß eigentlich, okay, wenn da die Smoke reinkommt. Okay, schade. Rain wechselt nochmal die Position, der hat schon Angst. Oh, und er weiß, er steht. Weit kann er nicht sein. Ja, und Guardian bleibt eigentlich nur noch die Scout zu safen. Nochmal vielleicht eine Headshot. Oh, ja. Der Anschuss reicht. Nochmal das Duell gesucht. Aber das reicht nicht. Da ist Steel schon durch als zweiter Spieler. Den hat er nicht auf dem Schirm. Ja, perfekter Start für Liquid in die zweite Hälfte. 14. Runde. Und jetzt gibt's für den FaZe Clan nochmal einen Force-Buy. Weil ich denke, da wird der FaZe Clan nicht versuchen, auf Overtime zu spielen. Nee. Bei 3 Runden. Ja, wir sehen es immer. Nee. Entweder du holst den Force-Buy und kommst zurück. Genau. Oder du gehst dich einbuddeln. Weil ich meine, wenn du den Force-Buy gewinnst, hast du auch ein bisschen Spielraum, auch mal noch eine Runde zu verlieren. Ansonsten machst eine Ecke und dann musst du 12 Runden am Stück gewinnen, um Draw zu holen. Und das dann wird dann viel zu anstrengend, auch für den FaZe Clan. Daher auch der Force-Buy. Gerade mit der Deagle kann da ein Hit gegen Nitro setzen. Die schleicht durch die Smoke durch und Guardian schaltet sogar fast zu an, aber das Timing passt nicht ganz. Die joggen hier durch und Olofmeister an der Smoke jetzt dahinter in der Ecke mit der CZ. Und sie bangen schon durch und sie riechen Olofmeister. Die Position war zu Standard. Die Frags fallen hier links und rechts. Elish holt ein, Neff holt ein. Und jetzt somit nur noch Nico und Rain, die letzten verbleibenden Spieler. Rain findet noch Nitro, aber Steel hat was dagegen. Letzter Mann, Nikola Kovac an der CZ. Ja, und der wird sich wahrscheinlich noch safen gehen oder hoffen, auf den AK zu finden und dann mit der AK die nächste Runde zu holen. Ja, es ist der Matchpoint für Team Liquid. So, Nico vielleicht nochmal die Chance, eine Waffe zu bekommen. Er kommt dran. Also, AK kann in seinen Händen halten, da waren aber schon zwei Spieler und bei Liquid ist es egal. Wenn sie jetzt hier Waffen verlieren,
Wumpe. Einfach nur die AK rausnehmen und der FaZe Clan steht vor einem Nichts. Vor einem Vakuum an Waffen. Nur eine Deagle. Wir haben eine Doppelscout dabei, eine UMP. Da wiegt es jetzt natürlich noch so ein bisschen die 3-Runden-Loser-Bonus aus. Aber, jo, es ist das 3-15. Der FaZe Clan wird jetzt für jeden Fehler bestraft, den er macht. Das Konto von FaZe ungefähr genauso leer gefegt wie die Regale hier in der Küche. Mhm. Oder so leer wie das Studentenkonto. Ja. Oder meins auch. Wir sind keine Millionäre als Caster. Nicht? Nee, Ich hab ihn mit Porsche herfahren sehen. Oh, Guardian. Also, die Scout reicht ihm, Rain reicht die MP9 für den Frag. Aber Nitro mit dem Trade Kill dafür Nico mit der Flash. Holt nochmal Nitro weg. Olaf Meister macht hier Guardian nach. Zusammen im Tag Team holen sie Leash. Und ich sag's doch, also FaZe Clan. Die wollen es nochmal spannend machen. Nev kann nochmal Nico holen. Der geiert hier einen Ticken zu viel rein. Und Nev, der will noch saven gehen. Aber er holt die Frags. Guardian. Wieder ein bisschen zu viel. Dafür nur noch 5 HP bei Nev. Und der nächste läuft ihm vor die. Ja, Flinte. Kerrigan, der nach hinten zumacht. Ja, Nev. 5 HP. Da muss der Headshot jetzt her. Ja, da ist er tot. Da ist er tot und wir sehen eine 15-4. Nochmal für den FaZe Clan. Eine Comeback, wer weiß. Ja, 11 Runden sind noch nix. Ja, was wir gesehen haben, halt auf Inferno. Ja, kurz mal Abendessen gehen und schon ist die Overtime da. So, vielleicht auch das MG oben auf dem APC abschrauben und einfach reinhalten. Ich meine, Liquid hat doch schon mal, guck mal, nicht so viel Geld. Das ist, ja, das ist halt genau das, wo Liquid jetzt dran zu knabbern hat. Zu knabbern hat. Ja, und FaZe, die haben das Spiel schon fast in der Tasche wieder. Also nach jetzt ist auch kommen. Das Comeback ist auf jeden Fall real. Dann muss der KFC noch wahrscheinlich auf 3 Stunden warten. Oh, die Flash kommt perfekt. Kerrigan am Spot hier gefangen. Die Smoke aber auch sehr schön geworfen. Und Olaf Meister über kurz hilft hier nochmal aus. Kerrigan jetzt von der Seite. Und auf einem Steal mit Low HP macht den Frag. B-Spot erstmal eingenommen. Da hat sich Guardian draufgeschlichen mit der Deagle. Wurde hier erwartet. Nitro sieht immer mit geflasht. Guardian umläuft die Smoke. Die Deagle kann kein Frag holen von kurz. Kommt Olaf Meister. Nitro fightet gegen. Es können die Chance sein für die Blick. Für die Frags fallen links und rechts zu und tun noch. Rain und Olaf Meister. Rain fällt. Letzter Olaf Meister gegen den Leash. Und gegen Steel, die Bombe muss auch gelegt werden. Und der Leash, der macht's. Und Team Liquid beendet das ganze Spiel 16-14. Die machen den Sack zu. Nach einer harten zweiten Map ist es hier vorbei. 16-4. Das KFC. Der Bucket, der lächelt schon Jitko an. Der wartet drauf, aufgegessen zu werden. Wir haben's geschafft. Ja. Nach dem Krimi auf Map Nummer 2 war das hier ein etwas schnelleres Spiel. Liquid einfach auf der CT-Seite zu stark, auch die längere Puste gehabt. Und dann gewinnen sie halt die Pistol-Round noch und dann ist das Ding gelaufen. Der FaZe Clan muss sich hier nicht schämen. Sie sind beendet das Ding auf Platz 4 am Ende. Ein bisschen schon schämen. Na, ist schon okay. Es ist schon okay. Also Platz 4 ist okay. Man schafft es wieder in Halbfinale. Team Liquid kann sich nochmal beglückwünschen. Also ich denke mal, da beide Teams haben gezeigt, was sie können. Auch wenn das so ein bisschen sauren Beigeschmack hat, weil es halt ein Spiel um Platz 3 ist. Aber wie gesagt, da könnt ihr gerne eure Meinung auf Twitter mal sagen, was ihr darüber denkt. Wie gesagt, 15.000 nochmal mehr für den Gewinner. Und würde ich sagen, ist ein nettes Sümmchen für, sagen wir, 3,5 Stunden. Nein, ich hätte gesagt, los. Ist schon... Also ein hart verdientes Sümmchen, also für die 4 Mapper eigentlich schon fast. Ja, ja. Kann man sagen, hat sich Team Liquid auf jeden Fall das kleine Bonus verdient. Ja, also ich fand, Inferno war schon, das Match war andererseits eigentlich schon ein bisschen langweilig zu Beginn, dann halt abnormal spannend, so Inferno war halt, ich war danach komplett platt und jetzt letzte Map etwas enttäuschend. Das ist halt das Spiel Platz 3 Ding, finde ich so ein bisschen. Macht dann die Energie weg war und beide Teams sich denken, ja, komm, wir gucken nochmal. Mhm. Im Finale hätte man FaZe, glaube ich einfach mal, nochmal ein bisschen mehr rausgekitzelt. Aber klar, Inferno war so geil, ich bin zufrieden. Ja, mit Inferno sind wir, glaube ich, alle zufrieden gewesen. Und dann ist einfach ein Team, irgendwo ist die Luft dann raus. Klar. Das war einfach zu ein krasses Comeback und irgendwann reicht es dann auch. Und ich denke mal, der FaZe Clan ist einfach nicht gut in die Partie reingekommen. Ja, und, wie immer. Dann ist halt Nelish, der eine unglaublich starke Partierichtung A spielt, ein Twist, wo alles passt.
Twist heute an der Piste mir unglaublich gut gefallen. Ja, ich glaube, der hat alles ausradiert, was ihm da in die kleine Standardwaffe reingelaufen ist. Twist, vielleicht der neue Dennis. Ja. Auf jeden Fall. Ja, jetzt steht auch das Finale an. Also das Finale kommt erst Mouseboards noch. Mouseboards. Also nochmal alle.